Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch Tipps und Tricks geben bzw. euch eine kleine Anleitung geben, wie ich meine Babys zum Einschlafen bringe, gebracht habe und auch zum Durchschlafen. Rollen wir das Ganze einmal von Anfang auf. An dieser Stelle für alle, die neu auf dem Kanal sind, wäre es vielleicht interessant, sich kurz das Wochenbettvideo anzusehen und das erste Routine mit Baby-Video. Da erkläre ich kurz, dass ich die ersten 4 Wochen nach der Geburt mich im Wochenbett quasi komplett auf das Baby einlasse. Ich stille es nach Bedarf, ich lasse es schlafen, wann immer es schlafen möchte. Den einzigen Unterschied oder die einzige Routine, die ich vorgebe, ist quasi, dass ich nachts das Licht nicht extra anmache, sodass das Baby von alleine merkt, wann Nacht ist und wann Tag ist. Und in dieser Wochenbettzeit hat das Baby einen eigenen Rhythmus entwickelt. Den habe ich dann im zweiten Lebensmonat des Babys aufgenommen und ein bisschen in meinen Alltag integriert, sodass es einfach zu vereinen ist mit den anderen Kindern, mit den Terminen, die ich habe und mit den Dingen, die ich zu tun habe. Und so haben wir eine kleine erste Routine entwickelt und die haben wir dann quasi weiterentwickelt und wir sind heute, der Kleine ist 3 Monate alt, an einem wunderbaren Punkt, wo er einfach gut schlafen kann, gut einschlafen kann. Und ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum wir so über Routinen reden, wo es doch eigentlich hier ums Schlafen gehen soll. Aber gerade mit dem ersten Kind wissen es viele Mütter nicht, dass ein Baby, das eine geregelte Tagesroutine hat und in etwa zu gleichen Zeiten hingelegt wird, automatisch nachts besser schlafen kann. Besser einschlafen kann, besser durchschlafen kann. Und deswegen gleich mein erster Tipp. Entwickelt eine Tagesroutine, die es zulässt, dass das Baby ungefähr in denselben, zu denselben Zeiten schlafen kann. Das heißt natürlich nicht, dass euer Tag in ein Schema passen muss und total routiniert ablaufen muss. Aber ich weiß zum Beispiel, und deswegen habe ich das mit dem ersten Routine-Video und auch mit dem Wochenbett-Video erzählt, mein Kleiner schläft zwischen 10 und 11 auf jeden Fall. Da ist er einfach müde. Also versuche ich, Termine in die Zeit zu legen und entweder ich habe ihn im Tragetuch dann dabei, da kann er ja auch wunderbar schlafen. Oder ich lege ihn jetzt, zum Beispiel wir drehen gerade, man kann die Uhr danach stellen, der Kleine ist müde und er liegt da und schläft und ist ganz, ganz friedlich. Eng damit verbunden ist mein Tipp Nummer 2. Lasst eure Babys tagsüber schlafen, also ausschlafen. Weckt sie nicht, nur weil ihr denkt, es ist jetzt, sie schlafen zu lange und könnten deswegen nachts nicht schlafen. Nein, im Gegenteil. Die Kinder lernen tagsüber das Schlafen, oder Babys lernen tagsüber das Schlafen für die Nacht. Mit einer Ausnahme, der vorabendliche Schlaf. Und das ist auch der einzige Schlaf, in dem ich ihn quasi nicht ausschlafen lasse, sondern in dem ich ihn wecke, weil ich möchte ja, dass er dann gegen 7 wieder einschläft. Aber in den anderen, im Nachmittagsschlaf zum Beispiel, es sind mal 2 Stunden, aber ich bin immer sehr glücklich, wenn er es schafft, dann 3 Stunden zu schlafen, einfach weil ich dann weiß, die Nacht wird besonders entspannt und ruhig. Auch der dritte Tipp bezieht sich noch auf tagsüber. Und zwar lasse ich mein Baby sich auspowern. Mein Kleiner ist ja ziemlich viel an mich dran gewickelt und eng an mich gebunden im Tragetuch. Und was ich jetzt im 3. Monat aufgehört habe, er hat ja das Schlafen mittlerweile schön gelernt. Ich pucke ihn nachmittags nicht mehr. Oder auch jetzt, er liegt da und er ist nicht gepuckt. Einfach, weil ich möchte, dass er außerhalb vom Tragetuch sich viel bewegt. Wenn er wach ist und dann lege ich ihn auf eine Decke und lasse ihn strampeln. Ich lege ihn viel auf den Bauch und lasse ihn sich hochstützen. Ich lasse ihn die Welt erkunden, indem er einfach sein Köpfchen hebt und dann schauen möchte. Das findet er ja ganz toll. Da lege ich ihn auch gerne mal auf einen Tisch, also auf den Tisch, eine Decke. Und dann, wenn er dann aus der Position quasi in der Höhe es schafft, die Welt zu betrachten, dann ist die ja richtig rum und er kann von oben drauf gucken. Das findet er wirklich toll und so trainiert er viel. Er ist viel in Aktion und baut sich seine Muskeln auf. Ich schnalle ihn nicht in eine Wippe und ja, dadurch ist er abends schön müde und auch zwischen den Schläfchen schön müde. Er darf sich auspowern. Jetzt kommen wir Richtung Abend und zwar
tut es Babys, aber übrigens auch anderen kleinen Kindern in der Familie total gut, wenn man vor dem Bettgehritual circa 1,5 Stunden vorher zur Ruhe kommt. Das ist die Zeit, in der mein Kleiner aus dem vorabendlichen Schlaf aufwacht und dann ist es einfach so, dass wir keine laute Musik mehr anmachen und einfach, dass keine Hektik mehr stattfindet. Also wir versuchen dann in der Zeit einfach alles ein bisschen ruhiger anzugehen, sodass der Kleine einfach, ja, natürlich kann er strampeln, er kann sich auspowern, aber es ist eben nicht mehr diese Reizüberflutung da von außen, von der Außenwelt, keine zu hellen Lampen mehr an, sodass er dann langsam schon Richtung wir gehen bald schlafen kommt. Jetzt sind wir endlich beim wir gehen schlafen angekommen. Punkt Nummer 5, entwickelt eine Abendroutine. Die kann für jeden wirklich komplett anders aussehen. Manche wollen ihr Baby baden, manche nicht, manche wollen es ins Bett stillen, manche nicht, manche wollen eine Geschichte vorlesen, andere eine Geschichte erzählen, manche wollen singen, manche wollen Musik hören. Egal für welche Bettgehroutine du dich entscheidest, es sollte immer die gleiche sein. Ganz egal, wie eure Routine aussieht, ganz wichtig ist, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Manche haben vielleicht den Irrglauben, dass das muss schnell gehen. Wenn in 15 Minuten mein Baby nicht schläft, dann werde ich ungeduldig und ich habe vielleicht noch was vor oder mir ist das zu viel. Aber wenn man sich einmal darauf einstellt, dass das Baby nun mal abends seine Zeit braucht und man sich die Zeit nimmt, dann macht das die ganze Sache etwas leichter. Und bei uns sind das circa 1,5 Stunden, wobei die Abendroutine mit dem Baby schon damit beginnt, dass die Mädchen etwas vorgelesen bekommen. Und sobald die Mädchen dann schlafen, was nach ungefähr 40 Minuten der Fall ist, dann verbringe ich die restlichen 45 Minuten mit dem Baby und dann schläft der Kleine ein. Also dieses abends für die Kinder, für die Babys Zeit haben, ist ganz, ganz wichtig. Wenn man da nämlich rumhetzt, dann schlafen die Babys nicht lange, sondern sind nach 20 Minuten wieder wach. Ganz egal, ob ihr abends euch dafür entscheidet, euer Baby zu baden oder nicht, ganz egal, wie eure Routine aussieht, eins ist ja klar, das Baby muss frisch angezogen werden und frisch gewickelt werden. Im Idealfall zieht das Baby einen Schlafanzug an, das ist so ein Strampler, der nirgendwo einschnürt und drückt, am besten mit Füßchen dran, dann muss man auch keine engen Strümpfe, die ja auch an den Knöcheln drücken, anziehen und auch keine Strumpfhose oder Hose, die dann am Bauch etwas drückt, so ist das Baby komplett frisch angezogen und halt ganz frei. Dieses Schlafanzuggefühl ist für Babys total schön und hilft beim Einschlafen. Wenn mein Kleiner dann frisch angezogen ist, dann legen wir uns zusammen ins Bett. Ich mache die Lichter aus, dass ich nur noch ganz leichte Umrisse erkennen kann. Also ein kleines Lichtchen bleibt irgendwo an. Und dann erkläre ich dem Baby, dass wir jetzt schlafen gehen. Das klingt jetzt vielleicht etwas absurd, weil ja, wie soll ein 3 Monate altes Baby mich verstehen? Aber ich bin davon überzeugt, dass die Kleinen schon ziemlich intelligent sind und dass ich ihm einfach sage, so mein Schatz, der Tag war schön, wir haben das und das gemacht, jetzt gehen wir schlafen und mach's dir gemütlich, träum was Schönes. Also ob das Baby mich jetzt wirklich versteht oder ob es nur schön findet, dass ich mit ihm rede, so oder so, das mache ich jeden Abend mit ihm im Bett. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, fütter ich den Kleinen. Denn ganz anders als wir Erwachsene essen vielleicht um, 18, 19 Uhr die letzte Mahlzeit, haben dann ein paar Stunden keinen Hunger und schlafen dann ein. Das kann ein Baby nicht. Ein Baby muss satt einschlafen, eben damit es ganz entspannt ein paar Stunden durchschlafen kann. Und deswegen stille ich mein Baby in den Schlaf. Da gibt es auch 2 verschiedene Ansätze. Manche füttern ihr Baby oder stillen ihr Baby und legen es wach ins Bett. Ich mache das nicht. Ich still den Kleinen wirklich, bis er eingeschlafen ist, warte auch mit, also dafür legen wir uns in mein Bett, der Kleine schläft bei mir im Bett und ich warte wirklich, bis er richtig tief schläft und gehe dann aus dem Raum und habe dann auch ziemlich lange Ruhe. Jetzt kommt ein Punkt, den möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen und zwar, also das Baby schläft, man legt sich ja als Mama irgendwann dazu und achtet vor dem Einschlafen nochmal ganz genau das liebe Gesichtchen. Das könnte ich ja wirklich ewig machen. Nein, also man schläft dann irgendwann selber ein und die Babys werden nachts wach. Das wissen nicht alle. Das ist ganz normal und es hat auch nichts damit zu tun, dass das Baby nicht durchschlafen kann. Sie werden nachts wach, sie haben vielleicht eine kurze aktive Phase, fangen an vor sich hin zu brabbeln, erkunden die Händchen oder gucken einfach nur ins Leere.
Und dabei lasse ich mein Baby in Ruhe. Ich störe ihn dabei nicht. Und er lernt dabei, wieder von alleine einzuschlafen. Er hört mich ja, ich schnarche neben ihm und wenn er genug gespielt hat, genug erkundet hat, dann schläft er von alleine wieder ein. Und das macht er mehrmals pro Nacht. Wenn ich jetzt als Mama das nicht weiß, dass es normal ist, dass Babys nachts einfach wach werden, dann nehme ich es vielleicht hoch, wechsle die Windel, schaue, ob alles in Ordnung ist. Und dabei stört man halt diesen Prozess, dass das Baby alleine lernt, weiter zu schlafen. Natürlich, wenn der Kleine nachts Hunger hat, dann wird er ja ganz anders wach. Dann quengelt er, dann schmatzt er, dann stille ich ihn auch. Das ist aber nur noch einmal pro Nacht, meistens zwischen 3 und 4. Die anderen Male, die er wach wird, da möchte er gar nicht essen, sondern möchte einfach nur ein bisschen aktiv sich selbst beschäftigen. Dabei lasse ich das Licht aus. Manchmal, wenn er die Brustwarze nicht sofort findet, dann drücke ich auf mein Handy einmal drauf, im Flugmodus sich befindendes Handy, und dann habe ich ja so ein kleines Licht, so ein ganz leichtes, und dann kann ich ihm die Brustwarze besser in den Mund stecken, aber ansonsten lasse ich das Licht wirklich nachts aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch die Windel wechsle ich nachts eher nicht. Natürlich ab und zu mal, das ist eher selten, ist die Windel mal richtig voll, dann muss ich sie auch nachts wechseln. Versuche das dann aber auch nur mit dem Handylicht zu machen oder beziehungsweise mit so einem ganz kleinen Nachtlicht. Ansonsten lasse ich die Windel eigentlich bis zum nächsten Morgen ungewechselt. Das waren meine Tipps für euch zum Einschlafen bzw. Durchschlafen von Babys. Darüber machen wir dann demnächst auch nochmal ein Video. Etwas anders, weil die Babys werden ja auch älter. Ich möchte nochmal sagen, dass wirklich jede Familie die eigenen Rituale, die eigenen Routinen finden muss. Und dass man dann, wenn man eine Routine hat, die gut funktioniert, sich zwar glücklich schätzen kann und da auch dran festhalten sollte, aber dass man immer wieder neu aufs Baby eingeht, weil dann kommen die Zähnchen, dann ist das Baby mal erkältet und es gibt immer wieder Ausnahmesituationen, wo man einfach die gesamte Routine, die man hat, über Bord werfen muss, neu aufs Baby eingehen muss und dann sich nochmal neu erfinden muss. Einfach, dass man das weiß, eine Routine darf niemals ein starres Gerüst sein, an dem man nicht rütteln darf. Jetzt wird er gerade wach. Wie ihr seht, der Kleine ist ein ziemlich pünktliches Baby. Er ist quasi auf die Minute wach geworden. Micha, wir waren zu langsam mit Drehen. Eigentlich wollten wir schon fertig sein. So, aber dann, ehe ich kein Outro mache, nehme ich den Kleinen jetzt natürlich mit an die Brust vor die Kamera. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, entweder hier oder auf Instagram. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.